Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen hier zu Poppyhausen 2. Heute werde ich natürlich am Haus weiterbauen. Das heißt, wir wollen mal gucken, ob wir die obere Etage so ein bisschen einrichten können. Und ich möchte noch so ein bisschen auf die Fragen eingehen, die tatsächlich nochmal aufgetaucht sind. Also es gibt auf Twitter unter dem Hashtag FragPoppy in der Tat, hui, guten Tag. Ach, siehst du, das wollte ich auch nochmal umändern, dass beide Türen aufgehen. Ja, genau. Das machen wir auch noch. Kam nochmal die Frage auf. Ich habe sie eigentlich, glaube ich, schon erläutert und erklärt. Aber ich mache es trotzdem nochmal. Da kam die Frage tatsächlich auf, wie lange das Bauevent geht. Das Bauevent hat im Moment, also das jetzt aktuelle Bauevent, hat im Moment kein Datum. Also keine. Achso, ich habe hier eine Hexe getötet, die war hier im Haus gewesen. Deswegen nicht wundern, warum ich diese drei Sachen habe. Die kommt von der Hexe, die habe ich in der oberen Etage gekillt. Deswegen muss ich mal ganz fix hier Beleuchtung hinsetzen. Deswegen habe ich hier auch schon vorbereitet, so dass es hier drin auch hell wird. Das ist der Knackpunkt, dass das Event, aufgrund dessen auch, weil der Server bzw. der Provider, lass mich das anders zusammenstammeln. Also der Bauserver wird bei einem privaten Server gehostet, welcher mit dem Internet natürlich logischerweise verbunden ist. Klar, die Adresse habt ihr alle bekommen. Und dem Typen, der hat einen Stromausfall gehabt. Und bei diesem Stromausfall, nachdem der Strom wieder da war, ist dem der Router abgeraucht. Das war eben doof gelaufen im Endeffekt, unterm Strich. Und das war der Grund, der Hauptgrund, warum jetzt nichts mehr funktioniert. Oder funktioniert hat. Es sollte es wieder laufen. Praktisch weiß ich es natürlich noch nicht, aber das werdet ihr mir dann wahrscheinlich gleich unter das Video schreiben. Ich bin gespannt und hoch erfreut über Resonanz und dementsprechend bitte immer her damit, weil ich weiß es nicht wirklich, ob ihr jetzt den Server erreicht oder nicht. Das heißt, der Serverinhaber selber sagt auch, probiert's aus, wir werden es sehen. Ich packe das doch wieder hier rein. Lol. Wir werden es sehen, denn Feedback ist immer erwünscht. Bitte schreiben. Oh nee, wie war denn das? So? Scheibenkleister. Jetzt muss ich nicht ernsthaft in den Nether, ne? Ich muss nicht ernsthaft in den Nether, lol. Und das ist halt der Knackpunkt. Ich glaube, er weiß im Moment selber nicht, ob der Server jetzt von außen erreichbar ist oder nicht. Oh, hi, wo kommst du denn her? Ob der Server von außen jetzt erreichbar ist oder nicht. Und dementsprechend wäre es ganz cool, wenn ihr mir, wie gesagt, bitte unterhalb des Videos in die Beschreibung oder unter Twitter oder sonst irgendwo hin, sachlich bitte. Cool. Jetzt brauchen wir dann noch eine Stütze und dann sollte das eigentlich auch funktionieren. Was ist mein Grill? Cool, ne? Cool. Dass ihr da bitte mal drunter schreibt in die Beschreibung, ob ihr den Server jetzt erreichen könnt oder nicht. Die Leute, die jetzt einfach noch keine IP-Adresse bekommen haben, bitte auch nochmal drunter schreiben, weil das soll ja alles seinen richtigen Gang haben. Bitte auch nochmal drunter schreiben, hab noch nichts gekriegt. Dann bitte ich euch, dies tatsächlich zu tun. Warte mal, ich nehme mir einfach nochmal. Wo war's denn? Da. Ein paar Diamanten mit und repariere nochmal ganz fix die olle Hacke. Ich hoffe, das reicht. Zu teuer. Fick dich. Und so? Diamant geht nicht. Scheiße. Wenn die weg ist, ist sie weg. Verdammt. Und das ist jetzt halt so das Problem, wo es, glaube ich, dran hakt, dass die halt noch nicht so hundertprozentig wissen, ob die Adresse jetzt tatsächlich zum Server weiterleitet oder eben nicht. Meine ich jedenfalls. Es sei denn, ihr seid alle schon auf dem Server wieder drauf, es geht wieder, dann ist alles gut, dann ignoriert bitte gekonnt meine jetzige Aussage. Das ist mal so gar keine Frage. Wie gesagt, das ist jetzt Stand der Aufnahme zum Aufnahmezeitpunkt, wo ich selber das eben halt noch nicht weiß, ob das jetzt wieder funktioniert oder nicht. Eigentlich
Eigentlich sollte es funktionieren, aber uneigentlich bin ich selber mir auch noch nicht mal so ganz hundertprozentig sicher. Ich mache hier einfach mal so ein bisschen Randale, damit ich dann hier... Wow. Nein. Leute, habe ich denn hier alles... Ich habe ja nichts eingesammelt. Ich war zu schnell. Krass. Liegt das am Shader schon wieder? Quatsch. Option, Ritt... Alter, jetzt bin ich hier aber ganz... Da. Aus. Jetzt bin ich hier aber ganz komisch drauf hier. Alter Verwalter. Ja, danke. Danke, danke. Komm. Hallo. Hallo, hallo. Hallo, Test 1, 2, 3. Jawohl. Läuft. Fertig. So, pass mal auf. Yes. So haben wir nicht gewettet, Freund. Mal Freund. Ist natürlich alles verbrannt jetzt, ne? So ein Scheiß. Oder liegt das hier wirklich an der Hacke, dass die einfach zu... Lol. Ich glaube irgendwie... Das hatte ich schon mal das Problem, ne? Dass einfach die Steine hier... Gut, die verschwinden einfach. Krass. Es sind nicht alle Steine da, die ich abbaue. Das meine ich. Verstehst du, was ich meine? Es sind nicht alle Steine da, die ich abbaue. Lol. Ein Hühnchen hier. Ein Ei. Eieiei. Das schmeißen wir doch mal. Eier in der Hölle. Yay! Ach, da unten ist es. Gucke. So. Krass. Es sind in der Tat, es sind nicht alle Steine da, die ich abbaue. Das heißt hier, ich baue ab. Und hier sind nicht alle Steine. Oh, lol. Bitte. Das darf nicht wahr sein. Mann! Ist das scheiße. Was machen wir denn da? Was machen wir denn da jetzt? Draus. So. Dann kannst du hier nämlich ablaufen. Dann haben wir hier wieder ein bisschen Platz. Jetzt bloß vorsichtig klicken. Dann baust du dir so voll die Barriere auf und dann reißt du sie wieder ab und fällst voll in die Lava rein. Auch nicht schlecht. Hallo. So, die Leute, die fertig sind, natürlich mit ihrem Haus, klar, die können das natürlich schon mal dann reinschreiben, Bescheid geben, per E-Mail antworten oder halt tatsächlich einfach nur in die Kommentare schreiben. Feedback über Verbesserungen, Veränderungen immer gerne. Her damit. Denn nur so kann ich mich, können wir uns alle verbessern, auch vom Serverteam und wissen dann eben die Bedürfnisse der einzelnen Leute. Des Weiteren, wie gesagt, das Bauevent selber ist so jetzt erstmal nicht für eine bestimmte Zeit geplant, sondern schon eben für länger. Das heißt, wenn euch das jetzt nochmal einfällt, dass ihr nochmal was anderes machen wollt, oh nein, wenn ihr doch nochmal was anderes machen wollt an eurem Haus, verändert es. Wenn ihr meint, dass das nicht ausreichend ist. Natürlich, man immer her damit. Dann, wie viel haben wir jetzt hier? Reicht das schon? Ne, das reicht noch nicht. Man kann ja hier raus eben die Ziegelsteine bauen, ne? Das ist mein Ziel. Ne, und dann, bitte nicht verzagen. Macht einfach Werbung weiter. Also für die Leute, die tatsächlich mitmachen wollten und aus Langeweile abgesprungen sind, weil sie gesagt haben, oh nee, das dauert mir zu lange, was ich auch verstehen kann. Denn es war ja tatsächlich zwischenzeitlich so gewesen, ich trage ja einfach die ganze Hölle ab, ganz einfach. Das war ja zwischenzeitlich wirklich so gewesen, dass es schon sehr langwierig war. Ja, verstehe ich. Verstehe ich dann auch, dass sich einige Leute zurückgezogen haben, natürlich. Aber das sollte sich ja jetzt ändern, deswegen. Das andere ist, wenn ihr Vorschläge habt für ein Bauevent, wo ihr meint, ja gut, Haus bauen, ja toll, ist jetzt nicht so der Burner, ist ein bisschen langweilig, okay, dann schlagt doch bitte mal was vor, was so ein Bauevent sein könnte. Genau, macht das mal, schlagt das doch bitte mal vor, was so ein Bauevent sein könnte, wo ihr meint, ja doch, das ist ganz cool. Da könnte eine gewisse Resonanz da sein. Das wollen die
Zuschauer, Benutzer, User, wie auch immer. Bin ich gern dabei? Natürlich, klar. Na klar, ich bin für alles zu haben, ist auch keine Frage. Ich bin ja der Letzte, der eigentlich immer Nein sagt. Ich sage eigentlich immer Ja, weil ich es immer versuche, jedem recht zu machen, was ja meistens nie hinhaut, aber anders geht's ja nun mal nicht. Das heißt, ich frage euch und ihr antwortet, hoffentlich antwortet ihr, denn wenn ihr nicht antwortet, dann dürft ihr euch auch nicht beschweren, wenn das eben nicht eintrifft. Also, hallo? Wenn ihr... Lol. Krass. Ich habe Schaden gekriegt? Warum? Okay, jetzt nicht mehr anscheinend. Okay, wer weiß, woran es gelegen hat. Gut, ich habe hier nochmal so ein bisschen rumgebuddelt in der Höhle. Jetzt gehe ich wieder nach Hause und dann freue ich mich des Guten. Jetzt haben wir mal so eine kleine Farming-Tour gemacht. Na, oh, wow. Okay, das ist immer sehr unheimlich, Freunde. Das ist immer sehr, sehr, sehr unheimlich. Gut, die weitere Frage, die ich mir natürlich auch immer noch stelle, ist, was ist mit diesem Mr. X, der mir die Kisten hier gegeben hat? Der ist ja nun seit einiger Zeit gar nicht mehr zu sehen, offensichtlich. Ich weiß nicht, ist er weggegangen? Hat er die Stadt verlassen? Ich habe keine Ahnung, weil ich weiß ja auch nach wie vor nicht, wer das war. Musste ich die brennen? Huch. Sieht so aus, dass ich die brennen musste wahrscheinlich. Okay, Gott sei Dank haben wir ein paar Öfen hier. Ich muss einmal ganz kurz mich orientieren hier. Das ist ja alles so neu. Und zumal ja auch die Schilder hier fehlen von der Zerstörung, Beschädigung, ist es halt für mich... Ah, 1, 2, 3, 4, 5, 6... Keine Platz mehr. Keine Platz mehr für Kohle. Gut, das heißt, wir werden jetzt erstmal hier überall die Dinger brennen. Oh ja. Dass wir hier einfach mal ein paar... Oh, wie geil sich das anhört, ohne Witz. Ja, weil ich will natürlich oben den Grill fertig bekommen. Glas... Und würde natürlich auch gerne... Dich nehme ich mal mit. Das könnte gut passieren, dass ich dich brauche. Hive Slabs, ja. Pass auf, dann mache ich das aus den Birkendingern. So, dann können wir hier oben noch was reinpacken. Und dann sollten wir, glaube ich, genug... Ach, haben wir schon. Erstmal wieder genug Netherstein haben. Agnetherstein. So. Ach, das ist das Zündeln des Holz. Ich höre immer und denke immer, Alter, hier rennt doch einer rum. Aber ich bin nur alleine auf dem Server. Okay, jetzt weiß ich zumindest auch, wo es herkommt. Ach, guck mal, dann können wir auch hier draußen brennen lassen, ne? Das ist natürlich auch cool. Komm mal her. Dann kannst du das nämlich auch machen. Gut, so, pass auf. Dann können wir hier drin, machen wir ein bisschen Crafting-Sachen noch, ein paar Bausachen, uns erst noch mal ein paar... Stufen machen. Zack, die machen wir einfach nochmal. Genau, und gehen dann raus und machen erstmal Bubu. Genau. Wir gehen erstmal schlafen und dann werde ich nämlich draußen noch in dieser Folge hoffentlich meine kleine Grillecke aufsetzen. Genau. Und das machen wir nämlich noch zum Wochenende, weil es soll ja beschissenes Wetter werden und dadurch, dass wir hier überdacht haben, eine Überdachung haben an der Terrasse, da oben, haben wir eben den Vorteil, dass wir tatsächlich 1, 2, 3 dass wir tatsächlich grillen können. Was andere nämlich nicht können, weißt du? Verstehst du? So, haben wir nämlich den gleichen Tisch wie drin auch. Da, siehst du? Das ist bestimmt cool. Obwohl, ich könnte auch... Warte mal, da können wir ja... Habe ich den hier? Nein. Können wir nämlich auch den Glowstone mit reinsetzen, bestimmt. Damit wir so ein bisschen Licht hier draußen haben. Licht, weißt du? Licht. Das ist bestimmt cool, Alter.
Das ist bestimmt cool. Und da muss ich mal gucken, weil unter uns ist ja auch so eine Riesenspalte, dass wir die entweder noch zumachen oder die einfach mal erkunden, was da unten los ist. Weil das würde ich auch gerne noch wissen. So, 6, wir machen mal 12, weil wir brauchen auch noch Liegestühle. So. Brr. So, das haben wir. 1, 2, 3. So. Ne, das ist zu lang. Warte, das ist zu lang. Warte mal, den können wir natürlich, glaube ich, auch so hinsetzen. Ja, das ist schon coolerer. Doch, das ist schon coolerer. Ich glaube, wenn wir den Ofen dann da hinten noch fertig machen, dann haben wir, glaube ich, ganz coole... Okay, so geht das nicht. Warte, ich muss mal ganz kurz überlegen, wie kann man hier die Dingenskirchens machen? Ist das so wie bei den normalen Zäunen... Fuck. Zäunen auch? Ich weiß es gar nicht. Zeig dich mal. Vielleicht haben wir das große los. Weil ich will so ein paar Zäune machen. So. Auch nicht. Warte mal, wenn ich das nur so mache. Mann! Und wie ist das damit? Ich habe es nämlich jetzt echt nicht im Schirm. Auf dem Schirm. Um Schirm herum. Wie macht man denn das? Ah, so, okay. Wer latscht da? Ach, guck, ihr habt doch gewusst, hier latscht einer rum. Habe ich doch richtig gehört. Dann ist doch da oben bestimmt auch irgendwo einer. Hi, wo bist du denn? Aber eigentlich müsste doch jetzt hier Licht sein. Ich habe den Raum vergessen zu beleuchten. Hallo? Ist das wirklich nur draußen? Oh, brauche Essen. Sieht ganz danach aus. Okay. Ach, und da ist die Spinne. Ah, ja. Okay, das müsste ich vielleicht nochmal ändern, dass die Beleuchtung draußen so weit ist, dass es eben nicht mehr nervt. Okay, so und so. Alter, ein Kamin, Leute, ein Kamin. Ich muss mal ganz kurz gucken, wo der olle Creeper ist. Hallo, Herr Creeper, ich bin da. Nee. Du kannst alles machen, aber nicht mein Haus kaputt. Na, komm mal her. Ah, er folgt mir gar nicht. Lol. So, passt. So, und die olle Spinne? Die ist wahrscheinlich nur heute Nacht aktiv, ne? Okay, genau. So, Freunde der Nacht, wenn euch mein kleiner Balkon, meine Terrasse hier gefällt, dann lasst mir doch mal einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr sagt, nee, die ist scheiße, dann schreibt mal ins Kommentar, warum, was ihr verändern würdet. Und dann sehen wir uns zur nächsten Folge, ich glaube, am Sonntag wieder von Poppyhausen 2. Bis dann. Tschüss.